Du brauchst einen 4 mm und einen 5 mm Innensechskantschlüssel, einen 15 mm Maulschlüssel und einen Schraubenzieher. Solltest du dieses Werkzeug nicht haben, kannst du auch bei uns im Online-Store dieses Werkzeugtool bestellen. Packe das Zubehör aus. Dort befindet sich auch die Montageanleitung. Entferne zuerst das Vorderrad und lege es zur Seite. Pass auf, dass du nichts am Rad beschädigst. Lass uns nun den Sattel montieren. Achte auf die maximale Auszugshöhe des Sattels. Hast du die gewünschte Höhe gefunden? Befestige ihn. Entferne nun die restliche Verpackung. Jetzt kannst du den Lenker montieren. Achte darauf, dass die Gabel richtig ausgerichtet ist und die Bremszüge richtig liegen. Entferne den vorderen Teil der Klemmung und lege den Lenker ein. Achte beim Zudrehen auf ein gleichmäßiges Anziehen aller 4 Schrauben. Nicht zu fest, nicht zu locker. Nun das Vorderrad. Entferne die Transportschutzklappen. Hier die markierte Laufrichtung. Achte beim Achsschnellspanner darauf, dass die Feder richtig gegenüber liegt. Schiebe den Spanner durch die Narbe des Vorderrads und setze die Feder außen ein. Lege das Rad ein und befestige es mit dem Schnellspanner. Wir haben hier ein rechtes Pedal und ein linkes. Das rechte Pedal geht nur auf die rechte Seite und das linke Pedal nur auf die linke. Bei der linken Kurbel musst du in die andere Richtung drehen als bei der rechten Kurbel. Nicht zu vergessen sind auch die Reflektoren. Diese sind ganz einfach zu montieren. Der weiße Reflektor kommt vorne an den Lenker hin und der rote hinten an die Sattelstütze.
Prüfe noch den Luftdruck der Räder und teste die Bremsen aus. Sollten Fragen auftauchen, hinterlass uns gerne eine Mail oder ruf unseren Kundensupport an. Viel Spaß beim Radfahren!